Willkommen bei Wigtop. Ich möchte heute in einem kleinen Tutorialfilm zeigen, wie man innerhalb eines Objekts eine Tür konstruieren und dann von der Tür die Ergebnislisten ausgeben kann. Die normale Vorgehensweise ist die, dass man zunächst mal ein neues Objekt anlegt. Zu diesem Zweck wird eine Objektnummer vergeben. Und innerhalb dieses Objektes lassen sich dann die unterschiedlichen Konstruktionen und Positionen erfassen. Selbstverständlich habe ich hier die Möglichkeit, eine Objektbezeichnung einzugeben und dann eben hier weitere Daten zum Objekt, wie die Adressen des Kunden, des Metallbauers, des Verkäufers und so weiter und so fort. Da möchte ich nicht so detailliert aufgehen, ich möchte mehr auf die Konstruktion selbst fokussieren. So, dazu lade ich mir aus der Wigtop-Datenbank eine sogenannte Standardkonstruktion. Wir haben hier alle Serien integriert, die Wicona im Angebot hat, unter anderem auch die Fenstertüren-Serien Wiklein Wigstyle. Und ich wähle aus der Serie Wigstyle 75 Evo eine ganz einfache, einflügliche, nach innen öffnende Tür. Die Tür wird geladen und wird auch gleich hier am Bildschirm angezeigt mit den entsprechenden Parametern, mit den entsprechenden Einstellungen, wie die Tür im Moment gebaut ist.